Ja, moin. Ich bin Kalle, Hauptfeldwebel bei den Kampfrettern, eingesetzt als Rescue Specialist und ich stelle euch heute das Polaris UTV vor. Dieses UTV ermöglicht uns, schnelle Geländeabschnitte zu gewinnen, da es leicht und mobil für uns einsetzbar ist. Ja, das UTV hat für uns folgenden Vorteil: Es hat eine große Ladefläche, in dem wir Verwundete transportieren können. Auch mit dem Dreizylinder-Dieselmotor, der sich hinten bei dem Fahrzeug befindet, sind wir flexibel in der Bewegung und in der Struktur, um uns von gewissen Punkten zu entfernen. Des Weiteren hat dieses Fahrzeug Vorteile. Wir haben Sandbretter, mit denen wir auch in schwierigem Gelände uns selbstständig wieder freifahren können. Genauso haben wir vorne eine Seilwinde, die ca. 15 Meter Länge hat, dass wir so auch ohne Fremdunterstützung wie RTF, QRF uns selbstständig bergen können und so unseren Auftrag weiter fortführen können. Dadurch, dass das Fahrzeug für uns so extrem wichtig ist, wurde es extra flach aufgebaut, sodass wir es auf verschiedene Luftfahrzeuge verladen können und so transportieren bzw. befördern lassen können. Mit seinen 953 Kilo ist es extrem leicht und wir können dennoch 677 Kilo zuladen. Der 41 kW Motor treibt ein Automatikgetriebe an, das den Fahrer einfach ermöglicht, im schwierigen Gelände das Fahrzeug zu kontrollieren und wir so auch agil im schwierigen Gelände bleiben. Das Fahrzeug ist mit IR-Scheinwerfer ausgestattet, die sowohl Ablend- als auch Fernlicht haben. Dies ermöglicht den Trupp, weite Teile im Gelände einzusehen, um auch so nachtkampffähig zu bleiben. Das Fahrzeug ist für uns der optimale Begleiter. Auch wenn wir auf Schutz wie Panzerung verzichten müssen, bringt es uns dennoch schnell von A nach B.